Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. Wir sind immer noch auf dem Eisplaneten und wir müssen jetzt die Teile für diesen doofen Sensor suchen. Was natürlich wir wieder machen müssen, weil alle in unserem Team zu faul sind, irgendetwas selbst zu machen. Wie es immer in solchen Spielen ist. Helfen Sie mir, helfen Sie mir. Ich bin zu dumm, mir die Schuhe zuzubinden. Immer. Wirklich. Immer. Ach, egal. Als würde ich es brauchen. Ach, was lädt das denn jetzt so lange? Ich will raus. So. Unitology, Verrückte. Lassen wir die einfach machen. Geh zurück und guck dir nicht die bösen Kinder. Guck nicht die dummen, gruseligen Kinder an, die sich umgebracht haben. Ein Sucherbot ist zurückgekehrt. Wuhu, ich hab fast das nötige Wolfram. Jetzt brauche ich dann gleich nur noch wieder eine Anzugstation, damit ich meine Gesundheit maximieren kann. Hey, das habe ich das letzte Mal übersehen. War aber gerade irgendwie nichts drin. Oder habe ich mir nur eingebildet, dass da nichts drin war? Habe ich mir nur eingebildet oder war da wirklich nichts drin? Fragen über Fragen. Vor allem, wir haben da noch so ein riesiges Hive-Mind. Und da kommen wir auf die... Da kamen wir auf die Idee, noch eins aufzutauen. Ah, wir müssen endlich mal hier entlang. Und da haben wir noch einen. Wie viele gibt es von den Viechern? Juhu, jetzt geht's hier entlang. Das müsste aber... Das ist jetzt irgendwie komisch. Ich hab zwar jetzt keine Karte, aber eigentlich müsste hier doch hinter das andere sein. Dieser Raum müsste gar nicht existieren können. Wieder was zum Vorlesen für euch. SCUF TVA 30915, Fortschrittsbericht von SFC Lumley an Gen S. Mahat. Immenser Rückschritt bei der Erweiterung von Einrichtung 1 heute. Gletschereinsturz kostete uns 23 Männer, 2 Schlepper und 3 unfertige Gebäude. Erste Untersuchungen wurden gemäß Protokoll mit Telemetriebolzen durchgeführt. Diese haben die instabile Eismasse aber nicht registriert. Der Verlust an Materialien und Arbeitskräften bedeutet einen gewaltigen Rückschlag für den Zeitplan der Expedition. Tja, da hört ihr es. Ein gewaltiger Rückschlag. Soll uns nicht stören. Ja, die Viecher sehen toll aus. Und das hier ist genau der Weg, den wir am Anfang gelaufen sind. Ah, das hast du davon, doof zu sein. Ja, ich meine, das hier ist der Weg, den wir im Prolog laufen. Ungefähr. Okay, vielleicht auch nicht. Ach, das sind diese Dino-Viecher, die ich schon in Teil 2 gehasst habe. Die sehen hier nur ein bisschen anders aus. Autsch. Ich habe da 3 gesehen. Irgendwo wird noch eins sein. Und ich bin vorbereitet. Ja, die verstecken sich mal sehr gerne, bis sie einen dann angreifen. Hat es jetzt davon, dass es mich angreifen will. Okay, ich soll da lang, aber hier sind Kisten. Okay, es war nicht der Weg, den wir im Intro gelaufen sind.
hätte ja sein können. Ach, irgendwo. Ach so, der kriecht nur. Der da nicht mehr, aber ich habe ihn trotzdem gekillt. So, was haben wir hier? Irgendwas von SC. Scuff, was auch immer das bedeutet. SCAF. Insgesamt, also ich weiß nicht, das Setting von einem Eisplaneten, irgendwie nicht gruselig. Und wir haben Artefakte, also wieder was zum Vorlesen für euch. Mann, muss ich diesen Part viel lesen? Viele Gläubige sind zu mir gekommen, weil ihr Glaube durch die Gräuel, die sie an den Teststätten der befreiten Marker gesehen haben, erschüttert wurde. Wie können wir weiter an die Marker glauben, wenn sie so viel Leid und Schmerz bringen, fragen sie. Und wer hat diese Verirrung, diese Kopien erschaffen, frage ich sie. Der Mensch. Marker gehören ebenso zur Natur wie die Bäume. Der blaue Himmel und die unberührten Ozeane. Und doch haben wir all das ebenfalls zerstört. Aber die Natur hat Mittel und Wege, sich selbst zu korrigieren. Wenn wir respektvoll handeln. Nur wenn das Werk der Menschheit ungeschehen gemacht wird, kann der wahre Markerplan fruchten. Und im Moment steht diesem Ziel nur ein Mann im Weg. Isaac Clarke. Wenn dies tatsächlich der Geburtsort der Marker ist, müssen wir ihn um jeden Preis davon abhalten, unsere Erlösung zu sabotieren. Okay, durchgeknallte Unitologen, genau. Weil Unitologist, wenn ich das so sage, Unitology. Dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Folgsamkeit erwarten können. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantänekampagne in drei Gruppen aus Soldaten mit Säuberungsaufgaben eingeteilt. Die erste Crew setzt alle Fahrzeuge außer Betrieb. Die nächste listet auf, welche Personen dem Befehl Folge leisten und hilft jenen, die es nicht tun. Die letzte zerstört sämtliche Daten, Aufzeichnungen und Kommunikationsmittel auf Tau Volantis und im Orbit. Am Ende dieser Aufgaben wird jede Gruppe ihr Missionsziel als erfüllt ansehen und mit der Selbstterminierung fortfahren. Gott schütze die souveränen Kolonien. Ja, interessant. Ich wollte irgendwas sagen, aber das Video hat mich jetzt wieder durcheinander gebracht. Tut mir leid, dass ich jetzt so mitten im Satz, aber ich dachte, das wäre irgendwas richtig Wichtiges. So. Hey, genau. Unitologisten, das würde ja bloß Sinn ergeben im Englischen. Also Unitologist. Aber nicht Unitologen, ne? So. Wieder was zum Lesen. War beim Waffenarsenal, um eine Pistole und eine Kugel für jeden Soldat zu verlangen. Habe am ganzen Körper gezittert. Der Supply Chief führte die Bestellung aus und fragte mich, ob ich eine Quittung bräuchte. Daraufhin lachten wir beide. Als wir zusammen eine letzte Zigarette rauchten, erzählte er mir von seiner Familie, daheim und von seinen Urlaubsplänen nach seiner Rückkehr. Dann öffnete er den Reißverschluss eines Leichensacks und fragte, ob ich mich um ihn kümmern könnte. Er entschuldigte sich für sein Gewicht und sagte, dass er gerne wie der Rest nach unten gebracht werden wolle. Zuerst zögerte ich, aber er setzte sich ganz entspannt in den Sack, als wäre er ein Schlafsack. Sprach ein schnelles Gebet und erschoss ich dann. Sobald ich mich um seine Überreste gekümmert hatte, sammelte ich meine Bestellung ein und bemerkte, dass das Zittern vorbei war. Ich schätze, ich habe nun keine Angst mehr zu sterben. Ehrlich gesagt freue ich mich schon darauf. Verrückte... Hatte ich jetzt eigentlich hier... Nein, ich habe immer noch keine Krogstange gebaut. Ah gut, Anzugstation ist auch in der Richtung. Mein Gott. Irgendwie ist man hier viel zu wenig und es ist nicht gruselig. Auffangplatz. Oh, ich hasse die Viecher. Ja, schöner Ruckler. Autsch. Ich weiß nicht, also in Teil 2 wirken sie etwas gefährlicher. Ja,
Ja, okay, sind immer noch irgendwo gefährlich und extrem nervig. Aber ich meine wirklich extrem nervig. Jetzt komm her! Mein Gott! Geht doch! So nervige Viecher! Ich meine wirklich nervig. Ups! Ja, wir wissen ja. Mein Controller. Der spinnt immer noch ein bisschen an der LB-Taste. Deswegen springe ich manchmal echt doof rum. Aber das wisst ihr ja schon alle. Oder solltet ihr langsam wissen. Schließlich sind wir schon beim sehr vielten Part. Ah, ich darf hier wieder dran spielen. Spaß, Spaß, Spaß. Ich würde echt sagen, das hier wäre irgendwie viel lustiger. Ja, ich kann hier schlecht, sehr schlecht reden und mich gleichzeitig hier drauf konzentrieren. Ja. Das Ganze wäre viel lustiger, wenn man einen zweiten Spieler dabei hat. Weil man dann zusammenarbeiten muss. Aber so ist das doch recht langweilig. Außer, dass ich mich konzentrieren muss und das hat schon... Also das funktioniert schon bei Nintendo Land beim Animal Crossing Spiel nicht so gut. Okay, die Anzugstation ist irgendwo in der Richtung. Oh. Hey Leute, woran die hier auch immer experimentiert haben. Anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen. Oh nein. Was ist mit den Sensorteilen? Drei Teile, richtig? Naja, vielleicht irre ich mich, aber ich sehe mich mal um. Und wir müssen uns mal wieder umgucken. Oh, eine Upgrade-Platine. Warum habe ich das überhaupt mitgenommen? Jetzt habe ich ja schon wieder das eingesammelt. Ach, ich hasse diese alles für einen, alles auf einen Knopf-Tasten. Das hat mich in Zombie U schon mal in den Tod geführt. Ich habe nämlich anstatt eine Tür knacken zu wollen, aus Versehen das Shot hinter mir aufgemacht, wo die tausenden Zombies sind. Und das hat dann meinen Bug-Zufrage gefördert, weswegen ich das ganze Spiel nochmal durchspielen muss. Wow. Hinter mir ist was explodiert. Ja, okay, ich habe nicht mal mehr kleine Medikits. Gucken wir uns mal weiter um. Ich habe ja schon mal ein Teil gefunden. Zwei Teile. Okay, ich gehe auch mal noch nach da hinten. Wenn ich hier rumkomme. Ja, ne. Nee, sieht nicht so aus, als wäre da was. Dann gucken wir noch mal oben. Vielleicht finden wir ja was. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Aber es sich mal anzugucken, schadet ja nie. So, in der Richtung scheint nichts... Ah, ich kann höchstwahrscheinlich hier drauf laufen. Nein, kann ich nicht. Ich kann da was drehen. Dadurch kriege ich den Aufzug da hoch. Haha. Und da ist ein Teil drinne. Yay! Dann haben wir doch sogar alle Teile. Klappt doch ganz gut. Und nicht mal irgendwelche nervigen Necromorphs, die mich stören. Ja, so muss ich es einsammeln. Okay, Santos. Ich glaube, ich habe alle Teile. Sehr gut. Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Ich muss nur eine Bank finden und den Plan abrufen. Sollte nicht allzu schwierig sein. Betonung liegt auf sollte.
Und ich frage mich, was das große Vieh ist, das hier bitte schon aufgestanden ist und weggelaufen ist. Ich glaube, das wird ein Mittelboss sein. Wir hatten hier noch keine Bosskämpfe. Ha. Tatsache. Ach Mann, ich habe überhaupt keinen Platz in meinem Inventar. Konnte ich an Anzugstationen mein Inventar verbessern? Also mein Inventar erhöhen, was da rein kann? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, das ist wahrscheinlich das Vieh. Ja, ich stoppe hier mal. Und wir werden dann, ich bin gemein, im nächsten Part dieses Vieh erledigen. Also, bis dann.